Hey Priya. Schlechte Neuigkeiten. Der Außenposten ist leer. Wirklich? Wie? Warum? Der Außenposten ist riesig. Wieso? Oh nein. Hoffentlich ist er nicht tot. Ich sehe mich mal um. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir befürchten. Es hat vielleicht zu tun mit... so nicht. Sieht falsch aus. Nein, nicht jetzt. Aber was noch? Wenn das nur ein Tier war, hat es für jede Menge Schaden gesorgt. Ich frage mich, ob... Die RDA ist mit den Fahrzeugen weg. Sind sie nach dem Angriff geflüchtet? Hey, der Außenposten wurde von einem Thanator angegriffen. Hat für viel Schaden gesorgt. Aber es gab nur wenig Verluste. Wie? Ein einziger Thanator? Wow, das muss ja ein Monster gewesen sein, wenn alle flüchten. Ein Männchen, aber vielleicht war es auch ein Weibchen? Warte, ist auch egal. Wo ist die RDA hin? Sie sind mit den Fahrzeugen weg. Ich folge dem Ölgeruch und gebe dir Bescheid.
wirkt ziemlich ruhig. Hast du das gehört? Komm zurück und tötet uns. Klappe! Da schleicht sicher nur ein Blauer herum. Jag das Ding! Der Blaue in die Mitte. Gut erledigt! Komm schon, lass uns tanzen! Ja, lass uns aufbauen! Jemanden erwartet. Hoffentlich klappt das. Wir haben nicht viel Zeit. Wurden von einem Thanator angegriffen. Wir sollen ihm wohl nachjagen. Ich werde mehr herausfinden und das hier lassen, falls wir weiterziehen müssen. Nichts zu berichten. Kein Kontakt bis jetzt. Das wird mir noch Ärger einbringen. Verfolgt von diesem durchgedrehten... Wie nennen sie es? Hunter Delta. Freak. Stellt Fallen auf oder Köder. Lockt es. Ist mir ganz egal wie. Schnappt es euch endlich. Ansonsten müssen wir später auf die Jagd gehen. Versteckt sich in der alten Psyops-Anlage. Das Ding ist ein Albtraum. Rückmeldung in 2 Stunden. Bereithalten für Abzug. Sie hat sich eine Karte angesehen. Die alte Psyops-Anlage ist nicht weit entfernt. Im Südwesten. Ich muss rausfinden, was sie mit dem Ding gemacht haben. Bis bald. Will mehr über Kraken wissen. Hey, tut mir leid, Priya. Bitte sag sowas nicht. Der Thanator war schneller. Er ist leider tot. Ich hätte gleich jemanden schicken sollen. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, aber ich wollte nicht grundlos Panik machen. Hier war eine Nachricht für dich. Über einen Oktopus? Oktopus, ja. Er wusste nicht, dass sie 3 Herzen haben und Werkzeuge verwenden. Biokram. Er erwähnt auch eine Psyops-Anlage südwestlich von hier. Dort vermutet die RDA den Thanatoren. Der Thanator ist offensichtlich mobil, also bleibt da nicht zu lang, okay? Genug Verluste für heute.
Sie können vielleicht das Land zerstören, aber nicht die Sesua. Du bist zurück? Die Gedenkstätte ist fertig. Naja, einigermaßen, würde ich sagen. Oh, wow. Das muss ich sehen. Komm, es findet gerade eine kleine Gedenkfeier statt. Magst du vielleicht ein paar Worte sagen? Ich kann nicht. Sag du bitte was. Ich hab das noch nie gemacht. Was für ein schöner Ort, Jin. Ein Ort, an dem wir unserer Freunde und Liebsten gedenken können. Wenn sie doch nur hier wären. Ewa sei Dank. So vergessen wir nie, welche Opfer sie erbrachten. Was sie für uns taten. Behalten sie in Erinnerung. Danke. Hajir, ich gebe mein Bestes. Allein. Das war schön. Hast du es gehört, Danny? Ich hoffe, dass die Gedenkstätte den Leuten Trost spendet. Bestimmt. Wir haben doch alle Wunden davongetragen. Körperlich und auch seelisch. Scheint, als ob die Welt untergeht. Hey, pünktlich. Weißt du noch diese Sache? Mit dem Tablet und dem Gedicht. Kraterhaft wie der Mond, richtig? Ja, du hast ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte alles vergessen. Dachte, das wäre das Beste. Hab mir was vorgemacht. Ich will meine Gefühle aber nicht mehr verbergen. Die Karten endlich auf den Tisch legen. Keine Angst mehr haben. Das Leben ist einfach zu kurz. Viel zu kurz. Aber nicht hier. Zu viele Leute. Es gibt diese alte Station. Südöstlich vom Hauptquartier. Völlig zugewuchert. Das könnte romantisch sein. Und es ist nah. Vielleicht kannst du mal schauen, ob es schön ist.
Ohne Strom hat Romantik kaum eine Chance. Viel besser. Schön, dich zu sehen, Storm. Zerstören, aber nicht die Sesua. Hier die Fehler der Erde wiederholt werden. Ihr trefft euch nicht am romantischsten Ort auf Pandora, aber er ist abgelegen und hat jetzt auch Strom. Das reicht mir. Es muss Priya gefallen. Oh, es ist Priya? Wenn du das weiter sagst, schnalle ich dich unter den Samson und trimme Bäume mit dir. Hoffentlich mag sie es. Was, wenn nicht? Vielleicht ist es zu viel oder zu wenig? Ah, keine Ahnung. Soll ich Priya vielleicht fragen, was sie so gerne mag? Okay, aber frag sie nicht noch mehr. Ansonsten kriegst du ganz schnell einen Privatflug. Zwar ein riesiger. Die Wurz. Bilden eine Art Nervennetzwerk, richtig? Unsere Freundin kehrt zurück.
bekommt so viel Aufmerksamkeit. Ich hatte gehofft, die Böge noch einmal sehen zu dürfen. Wie geht es dir? Ein wenig Mitgefühl würde viel bewegen. Komm, mehr Kinglor möchte... Ha, suchst du nach einer neuen Königin? Du hast Glück. Bald brauchen die Kinglor keine Hilfe mehr. Sie werden ihre Nester füllen und den Wald ins Gleichgewicht bringen. Als meine Mutter noch lebte, habe ich mich auf ihre Weisungen verlassen. Danach musste ich lernen, meinen Instinkten zu trauen. Manchmal gegen alle hier. Vertrau darauf, dass die Königin ihren Weg kennt. Denn sie vertraut auf deinen Schutz. Und los! Menschen das tun. Unsere Welt bedeutet ihnen nichts. Welch Gaben Eowa mit uns teilt. Sei gegrüßt. Schön, eine Freundin zu treffen. Steh nicht einfach nur da. Du wirst ganz durchlöscht.
Alles wieder gut? Dann lass uns weiterziehen. Ein Tag in deiner Gesellschaft ist immer ein guter. Das war nicht, was du heute Morgen gesagt hast. Alles wieder gut? Dann lass uns weiterziehen.
Lass uns nach einem Baum zum Ausruhen suchen. Da wären wir. Sehr gut. Ein neues, sicheres Zuhause.